Hi Leute und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, heute gibt es mal ein etwas anderes Video. Und zwar geht es heute mal darum, wie es wahrscheinlich mit dem Kanal weitergehen wird. Oder allgemein, wie die Zukunft hier bei YouTube aussehen wird. Weil ich habe es auch schon von vielen anderen Creatoren gehört und auch schon gelesen, dass die sehr unzufrieden sind in den letzten Wochen mit den Aufrufzahlen. Und auch mit dem Logarithmus, dass halt YouTube die Videos gar nicht mehr ordentlich verbreitet bzw. anzeigt. Und ja, mich wundert es halt wirklich, weil früher die Videos, also vor einem Jahr, halben Jahr, die hatten dann Aufrufe bis 800, bis 1000, 1200 Aufrufe. Und in letzter Zeit habe ich nur noch Aufrufe von 5 bis 10 Aufrufe pro Video, wo ich mir dann denke, lohnt es sich denn überhaupt noch Videos zu drehen oder zu machen? Und ja, ich weiß, es liegt auch ein bisschen mit am Logarithmus. Ich hatte dieses Jahr im Sommer mal eine kleine Pause von 2 Monaten eingelegt. Das hat mir dann YouTube wahrscheinlich auch nicht verziehen, aber es ging dann halt einfach nicht beruflich und auch gesundheitlich hatte ich halt andere Sachen zu erledigen, als immer nur Videos zu drehen und es ging dann auch ziemlich ins Geld. Fangen wir mal am Anfang an von meiner YouTube-Geschichte. Da hatte ich ja fast jeden Tag ein Video hochgeladen. Ich hatte ja mit Masters of the Universe angefangen und mit anderen Actionfiguren und auch normalen Fashion Dolls. Und hatte ich so den ersten Monat fast jeden Tag ein Video hochgeladen, alle 2 Tage ein Video hochgeladen, bis ich dann gemerkt habe, ja, meine Ressourcen werden dann langsam ausgeschöpft, weil ich kann dann nicht jeden Tag neue Puppen kaufen, weil das geht dann auch ins Geld, weil bis jetzt bekomme ich ja auch nichts gesponsert, ich habe das alles selbst gekauft, also ich kaufe mir dann immer jede Woche oder alle 4 Wochen dann mal eine neue Puppe, dass ich dann mal ein Video drehen kann, also da ist auch nichts gesponsert. Ja, wie gesagt, dann hatte ich jedes Wochenende immer 2 Videos hochgeladen. Das lief dann auch ganz gut. Bis ich dann auch gemerkt habe, dass das ziemlich ins Geld geht und auch im Platz oder Platzmangel, was halt jeder Sammler vielleicht auch kennt. Dass wenn man jetzt eine Leidenschaft hat und sammelt, weil ich habe ja die Masters-Figuren gesammelt, dann Rainbow Hate Dolls gesammelt, LOLs-Puppen gesammelt, Barbies gesammelt und ja, irgendwann war dann auch mal der Platz ein bisschen knapp und ich hatte dann auch gemerkt, ich habe mir dann auch Puppen teilweise gekauft, die ich gekauft habe, nur damit ich ein Video drehen kann, ohne dass die mir jetzt besonders gefallen und die nehmen dann halt auch wieder Platz weg. Ja, und dann hatte ich halt, wie gesagt, jeden Monat 2 Videos hochgeladen, jedes Wochenende 2 Videos hochgeladen. Es lief dann auch von den Zahlen ganz gut, nur die Abonnenten wurden auch nicht viel mehr, also wie gesagt, 100 Abonnenten nach fast 2 Jahren. Ja, ich bin über jeden dankbar, der meinen Kanal abonniert. Da freue ich mich auch sehr drüber. Es soll jetzt auch nicht so rüberkommen, dass ich jetzt abonnentengeil bin oder so. Es ist halt einfach, es ärgert mich halt, wenn ich sehe, wie andere Kanäle immer aus dem Boden schießen und dann wachsen und wachsen. Und ich gebe mir Mühe und bezahle alles selbst. Und hier passiert einfach nichts weiter oder beziehungsweise es entwickelt sich nichts weiter. Ja, das ist halt auch das Problem. Ist auch eine große finanzielle Sache, wenn ich mir jetzt jeden Monat 8 Puppen kaufen müsste, da würde mir schon fast mein halber Verdienst drauf gehen und das möchte ich einfach nicht mehr und ja, ich möchte halt auch wirklich nur die Puppen kaufen und mich darauf konzentrieren, die mir halt auch wirklich gefallen und die ich auch möchte und ja, fand es halt dann auch schade, dass die Puppen, die ich jetzt wirklich schön fand, wo ich auch dachte, die kommen auch bei den Zuschauern dann wirklich gut an, dass die halt dann wirklich nur so wenig Aufrufe und so wenig Beachtung gefunden haben und halt dann auch in der Masse dann mit untergegangen sind. Deshalb wollte ich halt nochmal ein Video drehen, wo ich mal die Puppen zeige, die wirklich sehr wenige Aufrufe haben, damit die nochmal ein bisschen Beachtung finden. Ja, und ich habe es auch schon mehrmals in anderen Videos erzählt. Mein Kanal ist halt jetzt nicht wirklich nur, um Abonnenten zu finden, um Geld zu verdienen. In erster Linie mache ich den halt auch für mich, so als kleines Archiv oder Register, wenn ich meine Puppen auspacke, dass ich dann später mal wieder weiß, was die als Original mit dabei hatten an Accessoires, was die für Moden anhatten, wie ich die halt anziehen kann. Umgezogen habe und auch wie die Verpackung und alles mal aussah, weil die meisten Verpackungen, die schmeißt man ja dann doch weg und so hat man halt nochmal eine schöne Erinnerung und sieht dann halt, wie die früher mal verpackt waren und wenn man die halt wieder herstellen will, wie früher, dass man in ihre Originalmoden auch wieder anziehen kann, wie so ein kleines Register. Ja, deshalb würde ich euch gerne aufrufen, vielleicht meinen Kanal zu abonnieren,
und auch die älteren Videos nochmal anzuschauen, auch gerade mit den Puppen, die ich jetzt nochmal zeige, weil die wirklich sehr wenig Aufrufe hatten und mich hat das halt wirklich ein bisschen traurig gemacht. Und ich habe auch schon jetzt die letzten Wochen wirklich überlegt, ob ich den Kanal zwar bestehen lasse, aber dann auch nichts mehr hochlade, weil es dann für mich eh keinen Sinn mehr hat, weil es ja dann eh keiner anguckt und das ist dann für mich halt auch verschwendete Zeit, weil man geht die ganze Woche über arbeiten, hat schon Stress und am Wochenende räumt man dann halt hier sein Set auf oder baut es auf und nimmt sich da halt die Zeit und dreht dann auch mehrere Videos und dann schaut die dann eh keiner an. Von daher weiß ich nicht, ob ich mir dann ein Bildarchiv anschaffe, wo ich die dann fotografiere mit ihren Sachen, die dann neu dazu sind. Das macht es dann für mich einfacher und dass ich dann einfach keine neuen Videos mehr hochlade. Das könnt ihr dann einfach mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Ja, wir fangen jetzt einfach mal an. Ich habe jetzt hier als erstes, das ist ein aktuelles Video von mir. Das ist die Skultimate Secrets Frankie Stein. Das ist die vierte Sense-Serie, die zweite Serie, die da rausgekommen ist. Also die fand ich eigentlich ganz cool. Außer, dass jetzt ihre Verarbeitung jetzt nicht ganz so besonders hochwertig war. Gerade der Rock, da war jetzt hinten komplett aufgerissen. Jetzt sieht man es vielleicht nicht durch den. Ups, gleich war die Krone weg. Da war jetzt halt komplett hinten aufgerissen. Den habe ich jetzt selbst zugenäht. Ja, und sie hat halt Polypropylenhaar, aber okay, das ist geht mal noch. Es ist nicht ganz so struppig wie bei anderen Puppen. Ja, und wie gesagt, bei ihr habe ich halt wirklich gedacht, dass die Rainbow Hay Fans sich die gerne angucken, weil so vom Optischen her finde ich die richtig cool. Und auch wenn ich so andere Videos von ihr gesehen habe, die da reviewt wurden, hatten halt auch ziemlich viele Aufrufe. Ja, so finde ich die richtig cool mit ihren eisigen Look, gerade hier diese Felsdola, dann dieses Oberteil mit diesem Tüll, gefällt mir auch sehr gut. Der Rock an sich, die Farbe ja, aber das Material gefällt mir nicht besonders, das ist halt wie Papier. Ja, das ist die Skultimate Secrets Frankenstein und die hat, wie gesagt, nur 10 Aufrufe. Ja, würde mich freuen, wenn ihr das Video noch ein bisschen pusht, das ist jetzt erst dieses Wochenende rausgekommen und es wäre schön, wenn ihr euch das nochmal angucken würdet. Ja, ihr Make-up finde ich auch richtig cool und auch ihre Krone, die die auf hat, ist mal was anderes. Ja, als nächstes habe ich mal was Neues ausprobiert. Und zwar hatte ich mal die Bratz-Dolls gekauft, 2 Stück. Einmal die Sascha und einmal den Cameron. Ja, die Sascha, bei ihr ging das Video ganz gut. Sie hatte die 250 Aufrufe, was für mich schon viel ist, wo ich eigentlich auch so zufrieden bin. Nicht zu vergleichen wie mit der Tiara Song, die über 1400 hat. Oder noch mit, wo ich denen die Haare gewaschen habe. Das Video hatte über 1800 Aufrufe. Ja, unser Cameron hatte sage und schreibe 29 Aufrufe. Ja, den fand ich eigentlich ganz cool, gerade mit seiner Mütze. Er hat halt auch Saran Hair, also es ist schön weich, nicht so rangegelt, er hat richtig schöne weiche Haare mit so verschiedenen Strähnen drin. Upsala. Ja, und auch dieses Outfit ist so ein bisschen 2000er mäßig, das sind ja die Reproduktion von den 2000ern, mit diesem T-Shirt und dieser schönen Hose, so eine Baggy Pants und diese Clogs, die er hier anhat. Ja, da hat er noch ein Wechseloutfit, noch eine andere Jeans und dann noch so ein Karohemd. Und ja, bei ihm habe ich eigentlich auch gedacht, dass das vielleicht viele angucken, weil die Boys-Videos bis jetzt auch immer gut angekommen sind. Aber leider hat der Cameron überhaupt nichts weiter erzielt, sondern sage und schreibe nur 29 Aufrufe. Also, wenn euch der interessiert, könnt ihr den auch gerne mal angucken. Wie gesagt, ist alles in meiner Liste, auf meiner Mediathek oder wie man das bei YouTube nennt, Videoliste. Schaut's gerne mal an. Ja. Als nächstes nehmen wir doch gleich mal die Robin Sterling. Das war die von der Sleepover-Serie. Die fand ich halt auch richtig cool. Die habe ich mir sogar zweimal gekauft. Einmal habe ich die original verpackt gelassen, weil es die so selten gab. Also ich habe die im Laden nur einmal gesehen. Und bei Amazon gab es die eine ganze Weile überhaupt nicht zu kaufen. Ich glaube, jetzt ist die wieder verfügbar. Und deshalb hatte ich mir die dann zweimal gekauft, damit ich die einmal auspacken kann und einmal in Original verpacken lasse. Ja, bei ihr habe ich wirklich die Hoffnung gehabt, weil sie ja so eine Deluxe-Puppe war und auch die Deluxe-Puppen sehr gut immer angekommen sind, die Videos, dass die halt auch sehr gut ankommt, weil sie auch eine meiner Favoritinnen ist.
die mir halt auch sehr gut gefällt, gerade mit ihren Satin-Outfits. Sie hat ja so ein Satin-Nachthemd und auch diese Satin-Hose und auch allgemein die Farbe, die hellblauen Haare und die dunkle Haut, dieser Kontrast. Ja, leider hat Robin nur sage und schreibe 58 Aufrufe bekommen. Also das ist eigentlich auch nichts, das kann man auch vergessen, wo ich halt auch sehr traurig drüber war. Aber ja, wie gesagt, wenn euch das näher interessiert, die Robin Sterling, wie ich die ausgepackt habe und was sie alles so für Accessoires dabei hat, schaut gern nochmal in meine Videoliste. So, schiebt die mal ein bisschen hin und her. Als nächstes haben wir den Claude Wolf. Der ist auch noch relativ neu in meiner Sammlung. Den habe ich, glaube ich, vor 2 Wochen oder so reviewt. Ja, den gibt es so offiziell im Laden, glaube ich, gar nicht zu kaufen. Zumindest habe ich den im Laden so bei Müller und bei Smith Toys da noch nicht gesehen. Den habe ich jetzt auch nur bei Amazon bestellt. Ja, deshalb habe ich auch gedacht, dass der vielleicht mehr Aufrufe bekommt, weil es eher eine von den selteneren Dolls ist. Den finde ich halt auch richtig cool und weil es halt auch eine Boy-Doll ist. Auch hier mit seiner Tasche und der Jacke, mit den ganzen Applikationen, seine Frisur. Ja, den finde ich halt auch eine richtig coole Puppe. Da hat mir richtig gut gefallen. Ja, auch das Video könnt ihr auch gerne nochmal auf meinen Kanal angucken, um den ein bisschen zu pushen. Würde mich sehr freuen. Der Claude, da muss ich mal auf meine Liste gucken, was der hatte, der Claude Wolf. Ich glaube, das war der mit den wenigsten Aufrufen. Also der hat wirklich nur 5 Aufrufe bekommen. Also das ist gar nichts. Da war ich dann auch wirklich am Tiefpunkt, wo ich dachte, jetzt hörst du auf. Jetzt lässt du es mit dem Kanal, es bringt eh nichts. Ja, wie gesagt, ich hatte ja dann eine Pause vor 3 Monaten gemacht, weil ich einfach nicht mehr konnte und mir das auch ein bisschen zu viel dann war. Das hat mir YouTube, wie gesagt, nicht verziehen. Und dann wusste ich aber, dass ich im Logarithmus wieder bleiben muss und immer jedes Wochenende hochladen muss. Und somit habe ich mich dann entschieden, jeden Samstag, sobald ich das schaffe, oder fast jeden Samstag, immer früh 8 Uhr ein Video hochzuladen. Bis jetzt habe ich das auch immer geschafft, außer einmal. Ja, und wie gesagt, es geht halt finanziell nicht, dass ich jetzt jedes Wochenende 2 Videos hochlade, das war dann halt zu viel. Deshalb jedes Wochenende ein Video und habe ich dann am Anfang auch gute Resonanzen erhalten. Außer die letzten 3 Wochen ging es dann auf einmal steil bergab, was ich mir bis jetzt nicht erklären kann, wieso, weshalb, warum. Ja, wie gesagt, wenn euch das interessiert mit dem Claude, wie ich den ausgepackt habe und was er noch so für Accessoires mit dabei hat, schaut euch gern das Video an, schaut in meiner Videoliste, da müsst ihr mit fast ganz oben stehen. Ja. Dann ging es weiter, wo ich auch sehr traurig war, war die Carla Choupette. Das ist die von der Shadow High Serie 2. Das ist eine von meinen Favoritinnen, also die gefällt mir wirklich mit am besten. Gerade ihr ganzes Farbthema mit dem Hellrosa und ihre weiße Haut. Und dann, dass sie so von Karl Lagerfeld und ein bisschen von Chanel inspiriert wurde mit ihren hellrosa Haaren und diesen schönen Ohrring. Dann dieses schöne Outfit mit dieser Bluse, mit den Puffärmeln und das hellrosane Kleid. Und auch der Fächer mit dem Shadow-Logo drauf. Und natürlich auch diese schönen Stiefel. Ja, das ist auch eine meiner Favoritinnen, die Carla Choupette. Da habe ich damals auch gedacht, dass die viel mehr Aufrufe bekommt. Weil damals habe ich ja die Shadow High Serie mir gleich fast auf einmal gekauft und habe wirklich jedes Wochenende 2 Videos hochgeladen, dass die regelmäßig im Logarithmus bleiben. Und die anderen Shadow High Puppen hatten dann wirklich Aufrufe von 400, 500, 600 Aufrufen. Und bei ihr, muss ich jetzt mal auf meine Liste gucken, ich habe mir das immer notiert, Carla Choupette hat sage und schreibe 52 Aufrufe bekommen. Ja, das ist 10-mal so viel wie Claude Wolf, der hatte nur 5. Das ist das, was ich halt nicht verstehe bei dem Logarithmus, auch bei YouTube allgemein. Manche Videos, die bekommen über 1000 Aufrufe, die gehen am Tag gleich steil, und wo ich dann denke, oh, gleich am ersten Tag 500 Aufrufe oder 300 Aufrufe. Und dann die Woche drauf lädt man ein Video hoch, denkt, das kommt gut an, und dann guckt man jede Stunde mal rein, wie viel es hat, und dann immer nur 5 Aufrufe, 6 Aufrufe, 7 Aufrufe, wo man dann schon mitzählen kann, wer wann ein Video anguckt, wo ich dann auch denke, klasse. Interessiert das überhaupt jemand, was ich hier bringe oder mache oder nicht? Und ja, also mich macht das wirklich in letzter Zeit ein bisschen traurig. Ja, also wenn euch die Carla Choupette interessiert, was die so für Accessoires mit dabei hat und wie ich die ausgepackt habe, könnt ihr euch auch gerne nochmal ihr Video anschauen.
So, wem hatten wir denn jetzt noch nicht? Die Claudine Wolf. Das ist die Claudine Wolf aus der Vierdesens-Serie. Da kamen die damals ganz neu raus, vor 2, 3 Monaten oder wann das war. Da gab es die erst ganz neu bei Smith Toys und da habe ich mir die ganz aktuell auch mitgekauft. Und hatte damals die Frankie Stein, die Chordoll, dann die Draculaura Chordoll und auch die Cleo Denial Chordoll gekauft und sie auch mit. Ja, die anderen Monster High Dolls sind richtig gut angekommen. Hatten auch um die 800 Aufrufe, 900 Aufrufe, 700 Aufrufe. Ja, da war ich begeistert und dann dachte ich halt auch, wenn du jetzt die vierte Sense ja auch noch auspackst, bekommen die auch nochmal so viel Aufrufe. Ja, dachte ich. Daraus ist dann leider nichts geworden. Unsere Claudine Wolf hatte sage und schreibe 26 Aufrufe. Wo ich dann dachte, woran liegt das? Du hast zur selben Zeit hochgeladen wie immer. Die anderen Videos hatten 700, 800 Aufrufe und sie hat plötzlich nur 26. Manchmal ist das ja so, dann lade ich ein Video hoch, die ersten 1, 2 Tage ist noch nicht zu viel los. Dann gucken viele das nochmal über die Woche an, dann steigern sich dann auch die Zahlen. Deshalb hoffe ich immer, dass das in der Woche über besser wird. Aber wenn ich dann am Wochenende schon sehe, dass die nur 5 oder 6 Aufrufe hat, dann weiß ich auch, dass es in der restlichen Woche auch nicht mehr viel wird. Ja, die hatte ja das Polypropylen-Haar gehabt, was so lockig war, was so schlimm aussah. Da habe ich ihr die Haare gewaschen, schön mit einer Spülung behandelt und das dann über Nacht trocknen lassen. Und dann habe ich ihr mit dem Kletteisen auf der niedrigsten Stufe die Haare dann geklettet. Und jetzt sind die so schön glatt und glänzend. Und ich finde, das hat der Puppe richtig gut getan. Dadurch sieht sie gleich nochmal viel wertiger aus als mit diesen struppigen Haaren. Und ich finde, die ist eine richtig schöne Puppe. Und ich finde auch, ihr Video hat ein bisschen mehr Aufrufe verdient. Ja, wenn ihr sehen wollt, wie ich die ausgepackt habe, schaut auch gerne in meine Videoliste. So, als nächstes habe ich die Brianna Dolce. Von ihr hatte ich damals kein Video gemacht, wo ich sie ausgepackt habe, weil ich damals den Videokanal noch nicht hatte. Von ihr habe ich dann so ein Lookbook-Video gemacht. Ich habe ihr dann verschiedene Outfits angezogen. Das ist jetzt das Outfit von der Mini Joy von den Royal Free. Ich fand, das passt auch ganz gut zu ihr, wegen dem Farbthema und allem. Ja, ich hatte auch vorher schon andere Lookbooks mit anderen Rainbow High Dolls gemacht, wo ich den verschiedenen Moden angezogen habe. Das ist relativ gut angekommen. Es hat auch immer so um die 500, 400 Aufrufe. Das fand ich auch immer schön, dass ich da auch mal zeigen konnte, wie kreativ man damit sein kann mit den Puppen. Und bei der Brianna Dolce, weil die halt auch so eine beliebte Puppe ist, habe ich gedacht, das kommt halt auch sehr gut an. Ja, und unsere liebe Brianna Dolce hat sage und schreibe 23 Aufrufe bekommen. Und das war der zweite Versuch. Ich hatte das Video schon mal eher hochgeladen. Da hatte ich mich aber mit der Zeit vertan, hat das mit dem Logarithmus nicht funktioniert. Da war ich unterwegs und habe das dann erst Samstagmittag hochgeladen und da hatte das dann nur um die 5 bis 10 Aufrufe gehabt. Und nach 2 Wochen immer noch. Und dann habe ich das Video halt nochmal hochgeladen. Und es hat trotzdem nur, also Samstag früh 8 Uhr. Und es hatte dann trotzdem nur, wie gesagt, diese 23 Aufrufe bis jetzt. Das fand ich auch sehr schade, weil wirklich schöne Moden mit dabei sind und man auch mal wirklich sieht, wie kreativ man mit den Rainbow High und Shadow High Dolls, allgemein mit den ganzen Fashion Dolls umgehen kann mit den Moden. Ja, also wenn ihr nochmal sehen wollt, wie ich die Brianna Dolce gestylt habe, dann schaut auch gerne in meiner Videoliste nach. Ja, und zu guter Letzt haben wir die hübsche. Das ist die Victoria Whiteman. Das ist auch eine aus der 5. Rainbow High Serie. Wo ich auch finde, das ist eine ganz besondere Puppe, weil sie halt eine besondere Gesichtsmodellage hat und auch nicht so also eine knallige Farbe hat, sondern eher in so pastelligen Tönen gehalten ist, mit diesem peachfarbenen Kleid, was mit so einem Tüll ist. Dann ihre Haarfarbe ist was ganz Besonderes. Das ist so ein Rosé-Goldblond, würde ich jetzt sagen, weil sie hat jetzt so blonde Strähnen und dann so roséfarbene, peachfarbene Strähnen. Also das finde ich auch was ganz Besonderes. Und auch, sie hat jetzt keine schwarzen Wimpern, sondern sie hat so braune Wimpern, die Haare. Ich hoffe, man kann es in der Kamera einigermaßen sehen. Und auch ihre Gesichtsmodellage und dass sie überall diese Sommersprossen hat. Also ich finde, sie ist eine ganz besondere Puppe und ich habe auch wirklich gedacht, dass die bestimmt auch viele Aufrufe bekommt, weil die anderen aus der Serie hatten auch mehr Aufrufe, deutlich mehr Aufrufe wie sie. Und als ich sie dann hochgeladen hatte, voller Erwartungen, und hatte mich dann gefreut.
Und als ich dann die Aufrufzahlen sah, war ich dann auch wieder ziemlich entsetzt und traurig. Die Victoria Whitman hatte sage und schreibe nur 43 Aufrufe. Ja, lasst noch etwas Liebe da, würde ich sagen, bei den Puppen. Das sind jetzt die Puppen, die bei mir die wenigsten Aufrufe hatten. Deshalb wollte ich die jetzt nochmal in diesem Video separat zeigen, weil ich schade finden würde, wenn die jetzt einfach so untergehen würden in der ganzen Masse von Videos. Und ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da und auch gerne ein Abo. Und dann werden wir mal sehen, wie es mit dem Kanal weitergeht. Ob ich weitermache oder nicht, das wird sich jetzt in den nächsten Wochen zeigen. Bis dahin, lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und wir sehen uns. Ciao!